Hallo, liebe Videofreunde. Wir sind jetzt beim Alex Konrad. Und der zeigt uns mal in seinem Studio, was er so für tolle Fotos macht. Und wenn ihr auch solche Fotos haben möchtet, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne an ihn wenden. Ich verlinke Alex unten nochmal unter dem Video. Und jetzt kann er euch ein bisschen mal was zeigen, was er so Tolles macht. Ich zeige euch mal ein paar von meinen Lieblingsbildern. Die sind jetzt gerade erst im Januar entstanden zum Teil. Aber man braucht halt sehr viel Glück und Zeit und Geduld, um dann wirklich das perfekte Foto zu schießen. Und das sind jetzt Bilder, wo ich sagen würde, da ist man relativ nah dran. Wir drucken mittlerweile auf Alu-Dibond. Das hat halt den wunderbaren Vorteil, dass das nicht mehr spiegelt und alle Farben wunderbar dargestellt werden. Das war eine Januarnacht am Behmbrüteforschen, am Bieterelfen. Der Bieterelfen ist mein Hauptbereich eigentlich, wo ich am allermeisten für Polarlichtbilder unterwegs bin, wo wir einfach wunderschöne Szenen haben, schwedischer Nationalfluss. Und das war eine sehr glückliche Nacht am 8. Januar, wo wir tatsächlich die perfekten Bedingungen eigentlich hatten für Fotos. Es war wunderbar Schnee auf den Bäumen, es war ein perfekter Halbmond von hinten und die Polarlichter haben richtig dick getanzt. Und die gehören momentan definitiv zu meinen Lieblingsbildern. Im Übrigen, wenn ihr jetzt im Hintergrund Geräusche hört, hier ist ein kleiner Friseurladen neben dran. Also nicht wundern. Genau. Ich könnte gleich hier anfangen zu arbeiten. Ich könnte auch hier bleiben. Ha, Michael? Ja. Ich könnte hier bleiben. Aber ich gleich einen Job. Sprache hast du schnell gelernt. Wenn ich mich also auf ein Bild festlegen müsste als Lieblingsbild der letzten 2 Jahre, dann ist es definitiv dieses. Das war die perfekte Nacht im Stora Sjöfallet Nationalpark, circa 250 Kilometer von hier. Und in der Nacht hat einfach alles gepasst. Und das ist für mich, da sage ich mal, der Unterschied zwischen einem guten Polarlichtbild und einem perfekten Bild. In der Nacht hat alles gepasst. Es wurde schon nicht mehr richtig dunkel. Es war immer noch Dreiviertelmond von hinten, also eigentlich nicht die optimalen Bedingungen, um noch Polarlicht zu sehen. Aber es kam in der Nacht sehr kräftig und hat sich dann auch einfach dadurch das perfekte Bild ergeben, weil es eben zu 100% mit dem Vordergrund harmoniert. Ja, und es kam wirklich hier in einer Bahn über dieses Gebirge und streicht über diesen Bergrücken und bildet diese wunderschöne Spirale. Und das ist ja definitiv das beste Bild, das ich bis jetzt geschossen habe. Aber es gibt ja nicht nur Polarlichter in der Region, die schön sind, sondern es gibt auch wunderschöne Spots und Abendstimmungen und so weiter und so fort, die man auch fotografieren kann, wie man an diesen Bildern sieht. Ja, so ist es. Also der Bieterelfen bietet eigentlich so viele Möglichkeiten, sich fotografisch auszutoben, im Sommer wie im Winter. Das, was für mich ein ganz klares Argument war, auch hier die Region für mich auszusuchen. Wir haben ja nicht nur die Polarlichter, sondern wir haben eben im Sommer auch die wunderschöne Mitternachtssonne. Beziehungsweise die Sonne ist hier nachts nicht mehr zu sehen, aber wir haben halt nur eine Dämmerung und in den wunderschönsten Farben. Und das Bild zum Beispiel ist im Juni um 12:30 nachts aufgenommen. Das ist einfach eine wunderschöne Spielwiese. Wir haben so viele Stromschnellen hier, wo man tausende von fotografischen Möglichkeiten einfach findet. Dann haben wir den Storforschen. Den Storforschen, der ist halt sehr bekannt. Das ist die mitgrößte Stromschnelle in ganz Skandinavien. Das ist natürlich eine Urgewalt, wo man da vorsteht. Mir sind persönlich, also ich fotografiere sehr viel am Storforschen, da kann man auch sehr viel fotografieren, aber das ist meine absolute Lieblingsstelle, der Trollforschen. Und da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten und das Wasser fließt über so viele Stellen und so viele kleine Stromschnellen. Es ist ja eigentlich zu viel fürs Auge, wenn man da unterwegs ist. Und
Ja, das ist mein Leben. Entlang des Pieterelven und immer auf der Suche nach Licht, Farben, Spots natürlich. Und wenn ich dann noch Leute dabei habe, denen ich das zeigen kann und die dann so richtig das Leuchten in den Augen kriegen, das ist halt auch ein Riesenantrieb einfach. Ja. Ne? Die Bilder, die sind ja, also ich finde das eine super tolle Geschichte. Alodibon finde ich also sowieso das Schönste, was man drucken kann, vom Farben, von den Farben her und alles. Okay. Ich selber habe ja auch damit schon gearbeitet. Und vor allen Dingen, du hast keine Reflexion, die sind farbintensiv, die sind auch nicht so empfindlich mit dem Ausbleichen etc. Also kannst du schön beleuchten zu Hause. Also das ist schon eine feine Sache. Genau. Da kommen wir mal jetzt gleich zu den Preisen, was sowas kostet. Also ihr könnt das auch beim Alex bestellen, ihr könnt das hier erwerben und kaufen. Was kosten denn so in dieser Größenordnung die Fotos? Also in der Größe jetzt 50x75 lassen wir die in Deutschland für 300 € liefern. Die sind auch dann üblicherweise innerhalb von 2-3 Tagen da in Deutschland geliefert. Und ja. Es gibt natürlich auch noch andere Größen, also das ist für den deutschen Markt völlig frei bestellbar, bis, ich glaube, 2 Meter Breite oder so Geschichten. Ne? Also das ist auch mal ein schönes Geschenk, finde ich. Also sowas jemandem zu schenken, ist auch mal was Tolles. Oder selbst wenn man jetzt im Urlaub war und hat vielleicht auch schon solche Bilder geschossen, aber es war vielleicht nicht so ganz perfekt, wie man es sich gewünscht hätte, dann ist das auch eine tolle Erinnerung irgendwo. Ne? Wir hoffen ja auch noch. Wir stehen ja erst am Anfang, aber wir hoffen auch noch, ich möchte auch noch tolle Bilder haben. Ja, ihr habt auf jeden Fall schon mal einen Einblick gekriegt, dass das mit der Polarlichtjagd nicht ganz so einfach ist. Ja, genau, wir waren nämlich gestern Abend unterwegs gewesen, ich weiß gar nicht, wo war das? Auf dem Berg oben? Genau, wir waren auf einem Berg hier ganz in der Nähe und eigentlich laut App hätte was kommen müssen und bei anderen war auch, habe ich heute schon gehört. Und wir haben wirklich 2 Stunden dort oben auf dem Berg gestanden und gewartet. Und dann sind wir aber irgendwann zurück. Es war auch kalt, wirklich sehr kalt. Und wir sind, also Alex ist dann schlafen gegangen und wir sind ins Wohnmobil rein. Ich war noch nicht im Wohnmobil richtig drin, war am Schuhe ausziehen, gucke raus und sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da ging es los und da durften wir noch ein paar Polarlichter sehen. Also tatsächlich haben wir gestern unsere ersten schönen Polarlichter gesehen, aber die waren 3 Minuten. Höchstens, bevor ich die Kamera ausgepackt hatte, Schuhe wieder angezogen habe, war es vorbei. Es war vorbei. Und so kalt ist es gar nicht. Es sind frühlingshafte -5. Ja, das stimmt. Ja. Für uns war es schon frisch, aber... Also nur mal zum Vergleich, bei dem Bild, da waren es -30 Grad. Ach, und da habe ich dann 3 Stunden im Schnee auf meinem platten Hintern gesessen und habe gewartet. Und das ist eigentlich der normale Ablauf. Du fährst raus, du sitzt irgendwo, da wo du so einen Spot hast, da sitzt du eben auch nicht irgendwo in der Hütte oder auf irgendeiner Bank oder gemütlich im Auto, sondern du sitzt also schon dann in der Kälte. Also man muss tatsächlich dann auch wirklich draußen und auf den Moment dann ganz schnell warten und auslösen. So ist es. Also es ist nicht so, dass man sich mal ins Auto setzen kann. Kannst du auch mal machen, aber die Gefahr ist halt einfach groß. Das ist dem Moment, wenn du dann zu Hause siehst, oh, es geht los und du springst ins Auto und fährst dahin, dann ist alles wieder schon vorbei. Nee, das meine ich nicht. Aber wenn jetzt wir im Wohnmobil, ja, kann man doch also auch beobachten. Und dann, aber es geht schon wir schnell. Wir müssten ne? noch ein bisschen schneller werden im Anziehen, aber... Ja. Ja, das ging gestern so schnell. Und dann war ein wunderschönes Polarlicht zu sehen. Aber das war, wie gesagt, vielleicht... 30 Sekunden? Ja, und du weißt eben nie, was kommt. Also es kann sein, dass du es 30 Sekunden hast. Es kann auch sein, dass es die ganze Nacht dann so weitergeht. Aber du weißt nie, was vorher kommt. Muss man lernen. Ja, so ist es. Deswegen sind wir ja hier. So, ja, also wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, ich verlinke euch Instagram oder Facebook, ja. Alles da. Schreibe ich runter und dann könnt ihr auf den Account gehen und könnt ihn direkt anschreiben, den Alex. Und natürlich auch die Polarlichttouren buchen. Das erklären wir aber noch, das erklären wir noch in einem anderen Video. Ne? Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, in Schwedisch Lappland unterwegs mit Alex Konrad, bekannt durch Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Ja, Alex, was war denn eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum du nach Schweden ausgewandert bist?
Oh, viele Gründe. Also ich habe nach Möglichkeiten gesucht, über meine Fotografie mein Geld zu verdienen. Und Schweden bietet mir die optimalen Möglichkeiten, mich selbst zu verwirklichen. Und wir hatten in Deutschland ein sehr durchgetaktetes Leben und waren im Job gefangen. Und hier sehen wir die besten Chancen, uns wirklich zu verwirklichen in jeder Hinsicht. Vermisst du manchmal Deutschland? Und wenn ja, genau was vermisst du denn so aus Deutschland? Ja, also da gibt es zwei Kategorien, was wir vermissen. Deutschland selber vermissen wir nicht wirklich. Menschen vermissen wir natürlich, unsere Freunde und unsere Familien. Und ein großer Punkt ist Kulinarisches. Zum Bäcker zu gehen und die Auswahl zwischen zig verschiedenen Brotsorten zu haben, Brötchen, Brezeln. Naja, Käse gibt es nicht so wirklich hier. Wurst können die Schweden auch nicht. Das ist schon, ja, hart manchmal hier oben. Wir lassen uns viel schicken, aber doch mal einfach die Auswahl zu haben und sich so Sachen dann einfach kaufen zu können, das wäre schon, das wäre schön. Ja, das vermissen wir wirklich. Ja, was ist denn in Schweden besser als in Deutschland? Oh, in Schweden ist nicht alles besser, aber bestimmte Punkte, wo wir hohe Priorität drauf legen, die sind hier anders. Einmal wird hier wesentlich mehr Wert gelegt auf die Familie und auf die Familienzeit und alles ein bisschen lockerer gesehen. Und wir haben ganz andere Möglichkeiten hier, unser eigenes kleines Reich und unsere Firmen aufzubauen, als das in Deutschland wäre, wo du eben, naja, eher in einem Konkurrenzkampf gefangen bist, wenn du dich selbstständig machst. Und hier erfährst du wirklich Unterstützung und Respekt, wenn du dich selbstständig machst. Das ist ein ganz großer Punkt hier. Und was dann natürlich für mich ein Riesenpunkt ist, ist natürlich auch die Landschaft und die fotografischen Möglichkeiten hier. Wir haben die Polarlichter, wir haben eine riesengroße und unglaubliche Landschaft. Wir haben Naturreservate, wir haben Flüsse, Gegenden, wo du keinen Menschen triffst. Und das ist für mich fotografisch natürlich der Himmel hier, weil ich bin alleine hier und egal wo ich hingehe, gehören die Orte ganz mir und da kann ich mich voll und ganz ausleben, auf das konzentrieren, was ich liebe. Ja, Alex, wie war das für dich? Wann hast du eigentlich das erste Mal Polarlichter gesehen und wie war das für dich, als du das erste Mal Polarlichter gesehen hast? Ja, also das erste Mal Polarlichter gesehen, da war ich alleine hier oben Mitte März, als wir unser Haus gekauft hatten und ich war eine Woche hier, um das Haus einzurichten. Und dann bekam ich eine SMS von jemandem, also ich hatte die Polarlichter noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Wenn du mal Polarlichter sehen willst, dann fahr jetzt mal raus, die Wahrscheinlichkeit ist gut. Naja, dann bin ich ins Auto gesprungen mit meiner kleinen Kamera damals und bin hier einfach auf die Landstraße gefahren und stand irgendwo mitten im Wald und dann kam es halt richtig von oben senkrecht über Kopf auf mich zu, ist in der Atmosphäre, du konntest sehen, wie es an der Atmosphäre abprallt und auseinanderdriftet und unbeschreiblich. Also man kam sich so klein vor, man merkt, wie groß eigentlich das alles um einen herum ist und das war schon unbeschreiblich, absolut bewegend und ja. Ja, sag mal, so Polarlicht schauen, macht das süchtig? Weil ich erlebe ja auch oft, dass ganz viele immer wieder hier hochfahren und immer wieder die Polarlichter sehen wollen. Wir haben ja bis jetzt leider noch nicht das große Glück gehabt, also ganz viel zu sehen, sondern nur so kleine. Aber ja, irgendwann denke ich, hat man doch das perfekte Foto. Aber irgendwie, viele wollen immer noch mal noch ein besseres, ja, Foto haben oder so. Also die Sucht, die hört eigentlich niemals auf, weil
Du willst ja nicht nur das Polarlicht an sich schön haben, du willst das perfekte Foto haben. Und es gibt so viele tolle Motive und du jagst dann eben nicht nur das Polarlicht, sondern auch das perfekte Motiv. Und das im perfekten Moment zusammengehörig zu treffen, ist eine Reise, die niemals endet. Du findest immer wieder tolle Orte und dann denkst du dir, Mensch, wenn ich jetzt die Hütte habe und da das Polarlicht drüber und dann fährst du da dreimal hin, viermal hin, bis du wirklich dann dieses Foto hast. Na, und dann geht es halt weiter zum nächsten Motiv und das hört niemals auf, weil auch jede Polarlichtnacht anders ist. Mhm. Es hat jedes Mal eine andere Farbe, es hat jedes Mal eine andere Form, es verhält sich jedes Mal anders und das hört nie auf, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, wenn wir dann mal hoffentlich die nächsten Tage, stehen die Chancen recht gut, Polarlichter sehen, wie das bei uns dann ist. Mhm. Alex, was ist denn das besonders Schöne an deinen Foto- oder Videotouren? Ja, also wir sind sehr kleine Gruppen mit 4 Personen, 4 Gäste plus mich. Und wir erleben hier eine Natur, die wir vollkommen für uns alleine haben. Also wir sind mit dieser Gruppe im Wald unterwegs, an Hütten unterwegs. Wir essen abends tolles Essen irgendwo vom Feuer. Und die Einsamkeit und die Stille sind schon bewegend. Und wenn dann noch die Polarlichter dazukommen, das Leuchten in den Augen zu sehen bei den Leuten, wenn sie zum ersten Mal tatsächlich die Polarlichter sehen. Wir haben auch schon Leute gehabt, die haben schon öfter Polarlichter gesehen, haben aber dann vielleicht mal einen besonders tollen Tag erwischt. Das ist einfach eine Atmosphäre und eine Stimmung, die man, glaube ich, sonst nirgendwo findet. Das kann ich verstehen. Und es gibt ja nicht immer Polarlichter. So wie jetzt die letzte Woche waren jetzt nicht so viele Aktivitäten. Genau. Und gibt es dann für dich Alternativen, die du dann den Besuchern anbieten kannst? Genau. Das ist ja dann schwierig. Ja. Alle warten natürlich drauf und, so ist es. Und dann kommt nichts und dann? Ja, aber wir haben zum Glück eben so fantastische Natur und Kultur auch hier, die wir mittlerweile in die Touren eingebaut haben. Wir machen eben morgens sowieso eine Tour, eine Tagestour und dann abends nochmal eine Abendtour. Und wir haben so ein großes Programm mittlerweile drumherum aufgebaut, dass wir ins Samenmuseum nach Jokkmokk zum Beispiel fahren und da eine richtige Führung machen. Dann das kulinarische Erlebnis, abends auf einer Hütte zu sein und dann am Feuer wirklich schwedische und samische Spezialitäten hier zu essen. Und wir haben das Programm so ausgebaut, dass es auch für, wenn mal tatsächlich keine Polarlichter da sind, dass die Leute eben glücklich nach Hause fahren und richtig was erlebt haben. Und wenn wir dann mal keine Polarlichter haben, was die Seltenheit ist, dann haben wir immer noch ein Winter Wonderland. Wir haben die Milchstraße am Himmel, wenn der Himmel frei ist. Und eine einmalige Natur, die man sonst nirgends erlebt mehr. Ja, wir hatten ja schon mal gesprochen, so Thema Camping. Wir sind ja auch mit unserem Camper hier unterwegs. Es ist jetzt so, du sagtest es auch, dass nicht so sehr viele Plätze, Parkplätze und so geräumt sind. Also man muss schon wirklich genau gucken. Da hast du dann auch so ein paar Tipps immer für uns, ne? Aber im Sommer gibt es ja hier traumhafte Stellplätze für Camper. Und wenn die Camper jetzt bei dir nicht dein Ferienhaus natürlich buchen, weil sie ja ihr eigenes Ferienhäuschen dabei haben, dürfen die dann bei dir dann auch so Aktivitäten buchen? Und was bietest du dann im Sommer alles so an? Was gibt's da so? Was kann man machen? Ja, also im Sommer ist es tatsächlich überhaupt kein Problem, sich hier hinzustellen, weil wir wirklich wunderbare, traumhafte Plätze hier haben, direkt in der Natur, wo man sich auch direkt zum Beispiel an den Peter-Elfen stellen kann. Und da ist für Camper eine Rieseninfrastruktur hier, die halt leider im Winter einfach nicht gepflegt wird. Da sind wir mit der Kommune dran, dass es vielleicht auch ein bisschen besser wird. Und aber natürlich sind wir im Sommer, wir haben hier noch einiges an Partnern, die mit quasi Tagestouren anbieten und mit denen zusammen machen wir im Sommer alles, was irgendwie gewünscht ist an Tagestouren. Das ist natürlich für jeden frei wählbar, unabhängig davon, ob er ein Haus gebucht hat oder nicht. Und wir haben Kajaktouren ausgearbeitet. Wir haben jetzt Angelseen, die wir bestücken dieses Frühjahr, wo man Angelmöglichkeiten hat. Wanderungen, Hiking. Es gibt natürlich auch Plätze, die man nicht direkt findet, wo man wunderschöne Sachen erleben kann. Und
da bieten wir eigentlich fast alles an, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und da ist jeder gern gesehen, so eine Tagestour mal mitzumachen, in der einen oder anderen Form. Ja, am Ende kommt die Frage aller Fragen, was kostet denn so eine Tour oder eine Buchung bei dir? Ja. Also die Tagestouren im Sommer haben natürlich völlig unterschiedliche Preise, je nach Aktivität. Aber die Haupttouren, die ich mache, sind ja Wochentouren, wo die Leute wirklich mit dem Flugzeug anreisen und sich um nichts anderes mehr kümmern müssen, inklusive Essen, Unterkunft und allem drum und dran. Da ist es je nach Jahreszeit und Programm, was halt auch immer wechselt, je nachdem wie die Gegebenheiten sind, zwischen 12 und 1500 Euro. Und dafür ist aber dann wirklich eine Woche lang bis auf den Flug alles mit drin. Und die Leute kriegen richtig Programm hier. Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Also, wenn ihr Interesse habt, ich verlinke euch unter dem Video Alex seine Webseite. Könnt ihr euch gerne an ihn wenden. Und auch nochmal, wenn ihr Fragen habt, die ich jetzt nicht gestellt habe, könnt ihr ihn fragen. Und ja, dann könnt ihr beim Alex eine tolle Tour, wenn ihr möchtet und auf dem Weg auch auf den Norden oder in den Norden seid, könnt ihr bei ihnen Zwischenstationen machen, ein bisschen relaxen und buchen und eine schöne Aktivität. Genau. Ne? So kann man das machen. Alex, ich danke dir. Ich danke dir für die schönen Tage, die wir bei dir hier verbringen durften. Das war sehr schön, auch mal wirklich Lappland so ein bisschen näher kennenzulernen. Für uns geht es heute weiter. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass eure Wünsche, eure Träume in Erfüllung gehen für deine Familie, auch für deine Kleine. Und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Also wir werden euch mit Sicherheit wieder besuchen und mal schauen, wie es euch so geht. Das war sehr, sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, und es war toll. Wir hätten gerne noch zusammen Polarlichter aufgenommen, aber ich bin optimistisch, dass ihr noch was Ordentliches seht. Ja, hoffentlich. Wir haben ja das Glück, wir können jetzt weiterfahren, noch ein bisschen in den Norden. Das Problem im Moment ist leider das Wetter. Wir können leider nicht so weit hochfahren, wie wir eigentlich wollen würden, weil natürlich, je weiter man oben ist, desto besser sind die Chancen. Es ist einfach Shit-Wetter da oben. Wir können nur eine bestimmte Richtung noch hochfahren, aber das ist schon mal ein kleines bisschen nördlicher. Und ich werde dir natürlich von meinen ersten Bildern berichten und sie dir schicken. Und du wirst dann bewerten, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Ob ich deine Tipps richtig angenommen habe oder nicht. So machen wir das. So ist der Plan. So ist der Plan. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.